Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play auf unserem Kanal. Und zwar ist es die Sims 3. Ja, ich hatte ja angekündigt, eigentlich Sims 4 zu Let's Playen, aber meine Freunde haben mir geraten, Sims 3 zu Let's Playen, da das besser sein soll, sagen sie zumindest. Und ich werde auf jeden Rat hören. Wie man schon sieht, ich hatte ja eigentlich schon vorhin eine Folge aufgenommen, aber Camtasia hat sich gedacht, spielen wir dem Thomas einen Streich und nehmen nur den Desktop auf. Ja, eine halbe Stunde, umsonst gesprochen, mit mir selber. Na gut, upsie, das ist runtergefallen. Was soll man machen? Ja, wie man auch sieht, habe ich hier schon meinen Charakter erstellt. Holmes, also Sherlock Holmes, und ich lebe in London. Denn ich bin ein riesiger Sherlock Holmes-Fan und habe mir deshalb vorgenommen, halt in London zu leben und Sherlock Holmes zu sein. Also. Und so vom Kleidungsstil passt das zu mir. Und ich würde sagen, wir spielen auch direkt los. Holmes, Spieletipp. Fähigkeiten können die Interessen aller Sims befriedigen, egal welche Merkmale sie haben. So können Möchtegern-Schreiberlinge an ihrem Computer in die Tasten hauen und Wenn du nicht mal weißt, was du als nächstes tun sollst, sieh dir einfach die Wünsche der Sims an. An ihnen erkennst du, was deine Sims denken und was sie möchten. Ja, ich habe schon einen Job im letzten Part angenommen, und zwar den Latrinenputzer. Wir gucken auch mal direkt, wo... Da ist er ja schon, Hallo Holmes, ja, wir haben uns lange nicht wieder gesehen. So, was hast du als nächstes vor? Also, arbeiten werden wir am nächsten... Ja, erstmal fernschauen, also... Trainieren, wo kann man denn trainieren, bitteschön? Cardio, Stärke, what the... Cardio, machen wir Cardio, mal gucken, was das ist. Ich habe schon gesagt, das ist eigentlich eine richtige Gammelbude, wenn man sich das so anguckt. Der Kühlschrank stand noch als erstes draußen, also... Ich will nicht wissen, was der Vorbesitzer hier gemacht hat, also... So, drehen wir hier mal. Und gucken, was er sich hier so anguckt. Ja. Nein, 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 nein. Ja, wir können nicht gucken, was er sich anguckt. Was können wir denn hier noch alles machen? Ich habe noch 359 an Geld. Ich glaube, das gucken wir mal direkt nach. Die Sims 3. In die Sims 3 hast du die Möglichkeit, die Zeit zu beeinflussen, um eine Situation zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Möchtest du mehr über die Zeitsteuerung erfahren? Ja, ich sehe es ja. Man kann vorspulen und zurückspulen. Nie. Also, kaufen wir uns mal was. Was begehrt denn mein Herz? Gucken wir mal einen zweiten Stock. Na, also... Den letzten Part habt ihr ja nicht gesehen, da Camtasia behindert ist. Warte. Ich habe mir ein richtiges Premium-Bett gekauft. Premium in Anführungszeichen. Und einen Tisch, den ich selbst wahrscheinlich in meinem Garten gehauen habe. Ja. Ich will nichts dazu sagen. Und dann habe ich auch sogar ein Klo. Ich habe hier... ein Waschbecken, eine Toilette und drehen wir hier mal so die Kamera. Ich habe immer noch Probleme hier mit der Steuerung. Und wir haben sogar ein Bad. Also, was will man mehr? Also, ja, was kann man noch? Ah, vielleicht was für die Küche? Nee, oder? Nee. Oh, zoom noch mal weg, Junge. So. Jetzt. Oh. Ich habe solche Probleme hier. Hier drauf nur was draufbauen? Nee, oder? Ah, man kann es erweitern. Ah, das freut mich aber. Aber im Moment, glaube ich, brauche ich keine Erweiterung. Ich müsste da sonst noch eine Tür hinbauen. Und dafür habe ich ja im Moment gar kein Geld. Ich glaube, wir gönnen uns mal was. Schlafzimmer, ja. Vielleicht ein Spiegel. Ich habe eine Frage noch nicht. Und zwar, würde ich, wenn einer von euch Bescheid weiß, würde es mich interessieren, ob sie einen Jobpolizist oder, Detektiv gibt. Das würde mich echt interessieren. Wenn ich Penner, wieso baue ich einen Spiegel? Ich brauche doch keinen Spiegel. Was braucht man überhaupt im Haus? Gucken wir mal in mein Zimmer. Ja, genau. Eine Kommode, ja. Hier ist auch schon eine Kommode. Beistelltische, wie sie das anhört. Ich nenne das Nachtschränkchen. Was ist da? Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Wir sind auch gleich pleite, also ich glaube, ich brauche noch ein bisschen fürs Futtern, ein bisschen Geld. Baumodus, mal gucken, was für ein Baumodus. Ja, im Baumodus kann man wahrscheinlich Wände, Tapete und so alles bauen. Wie ich es mir auch schon gedacht habe, im Moment interessiert uns das nicht, denn ich habe ein Haus gekauft, ohne es mir vorher anzuschauen und ich sehe, dass es beschissen ist. Naja, eigentlich, wenn man so die Tapete und den Boden neu macht, sieht es gut aus, meiner Meinung nach, aber egal, wir arbeiten uns erstmal hoch und haben nachher so eine Premium-Villa.
Ah ja, genau. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem Leben von Hobbs. Das ist sehr spannend, wie er gerade fernguckt. Also seine Wünsche. Wird unterhalten. Sherlock amüsiert sich prächtig und vergisst den Alltagsstress. Plus 25 Laune, okay. Neue Sachen. Sims lieben es, neue Sachen für ihr Zuhause zu bekommen. Wegen neuen Objekten. Plus 20 Laune, okay. Nichts ist komfortabler als eine gute Sitzgelegenheit. Je gemütlicher, desto besser. Wegen bequemer Objekt. Erfüllt. Es ist ein tolles Gefühl, wenn der Wunsch sich erfüllt. Wegen gefülltem Wunsch. Okay. Medizinische Karriere will er einschlagen. Nein, das willst du nicht. Das willst du nicht. Fähigkeit Malerei lernen will so. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, gut. Dann, wenn das dein Wunsch ist, du sollst Detektiv werden. Und nichts anderes. Gucken wir mal so durch die Stadt hier. Sweet Home Alabama. Naja, das heißt ja London. Sweet Home London. Ja, gut, also. Sieht ja schön aus. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Okay. Ja, was kann man denn hier alles machen? Ich spiele es zum allerersten Mal so richtig wegen. Ich hatte damals einen Gammel-PC, Windows XP, das war noch letztes Jahr. Und da konnte ich es nicht so richtig spielen. Und jetzt ist das wirklich das allererste Mal, dass ich Sims 3 wirklich gut. Moment mal. Gucken wir uns mal da unten an. Da streiken ja welche, aber bis wen? Ich liebe diese Sims-Sprache, die ist so. Ich glaube, du willst auch mit streiken, Sherlock, ne? Nee. Gucken wir mal weiter, was es hier so alles gibt. Hier sehr schön. Oh, ein Park, das freut mich. Ich habe mir ja vorgenommen, ich bin ein Junggeselle, ich habe mir keine Familie gemacht, da ich nachher alle Frauen abfüllen will. In Sims 2, für die PS2, habe ich immer die Frauen mit Fruchtsaft abgefüllt. Das hat auch funktioniert, aber danach mussten die immer auf Klo, also. Ja, also ich werde hier so ein Charlie Sheen als Sherlock. Alter, wie groß ist die Stadt? Aber ein Auto. Alter. Ach, das ist ein Hallenbad, okay. Ja gut, da wollen wir jetzt nicht hin, aber was ist das? Das sieht aus wie ein Krankenhaus. Hallo. Medizin. Ah, das kann man jetzt starten. Medizinkarriere starten. Ja klar, das machen wir auch direkt. Zu meinem Sim. Alter, der sprintet ja richtig. Sprintet bei ihm. Badumtsch. Ach, der. Ja, der feine Kerl hat ja wohl gelten für ein Taxi, ne? Digga, ich will dir aber geschwind. Junge, oh, nicht so. Warte, einfach ein Sims. Sim hinterher. Ja, jetzt fangen wir ein Medizinstudium an. Das ist auch gut so als junger Erwachsener. Wer ist das denn da? Verfolg mich nicht. Stalker. Das ist Mirai Alvi. Ja, gut. Organspender. Das Krankenhaus ist immer auf der Suche nach liebevollen und fürsorglichen Sims, die logisch denken können. Ein ruhiges Händchen haben und bereit sind, lange und oft in unmöglichen Zeiten zu arbeiten. Der Dienst für die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer beginnt jedoch leider bei der Bettpfanne. Okay. Ja. Na gut, nehmen wir die Karriere an. Wenn Sherlock in die medizinische Karriere wechseln möchte, muss er die Militärkarriere beenden. Bist du einverstanden? YOLO! Glückwunsch, Sherlock hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Sherlock muss am Montag um 9 Uhr am Arbeitsplatz Allgemeines Krankenhaus St. Angela erscheinen. Gerhard Langgrab ist der Chef von Sherlock. Es kann nie schaden, eine gute Beziehung zu seinem Chef zu pflegen. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Was hast du wieder für Probleme, Sherlock? Okay. Outfit wechseln, nein. Du musst schimmeln, nein. Ja gut, was kann man denn hier alles so in der Sinn machen? Gucken wir mal so ein bisschen rum, was man hier so machen kann. Da ist wie die Sims lieben es, mit ihren Freunden zu Nachbarn zu plaudern. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie man sich unterhält und Kontakte knüpft? Indem man sich unterhält und Kontakte knüpft vielleicht? Also Mirai findet, dass Sherlock okay ist. Ja, finde ich auch. Also gucken wir mal unsere Nachbarn, was die so gerade treiben. Da wohne. Oh. Gott, sieht das scheiße aus von oben. Ah, da ist ja schon eine Nachbarin. Die werden wir auch direkt besuchen.
Gehen Sie nicht in mein Haus rein, denn... Klingeln. Hier wohnt niemand. Ja, wieso konnte ich das auch nicht kaufen? Ja, weil ich wahrscheinlich zu wenig Geld hatte. Ja gut. Bitte wohnt da jemand, sonst ist das richtig gruselig, ey. Mira ist gerade nicht da. Junge! Ich will nur jemanden besuchen. Ah, Bullen. Oh, kann man nicht anklicken. Schade. Schwenken. Da wohnt auch niemand, oder? Ja, da wohnt auch niemand. Boah, bis man jemanden findet, der hier wohnt, ist ja auch. Ist da jemand drin? Sekimo. Layton ist gerade im Schwimmbad, okay. Boah, Layton haben wir auch, wenn es auch ein bisschen... Ach, die spielen jetzt Ball. Warte mal, war das nicht ein Kind? Oh mein Gott, Sherlock. Kein Pedo werden, verdammt. Warte, warte zu mir. Oh oh. Das sieht mir ganz stark nach dem Kind aus, also. Wirklich? Gemein, nein. Lustig, spezial herbeirufen, freundlich, lustig. Die Masse schneiden, lustige Geschichte erzählen. Also Geschichten sind immer schön für kleine Kinder. Oh Gott, ein erwachsener Mann spielt mit einem Kind. Das fängt schon mal gut an in dem Spiel. Sims lieben es. Ja, das hatten wir doch gerade schon. Nie. Menschenskinder. Ich muss jetzt am Montag anfangen. Mira hält Sherlock für lustig. Ja, das bin ich immer. Also. Mein Sim-Anzeigen, Kartenansicht. Ist hier also... Oh, Fitnessstudio. Das werden direkt mal besuchen gehen. Woher habe ich das Geld zum Taxi? Ja, komm, nicht mehr Karten an sich, sondern mein Sim anzeigen. Ja gut, gehen wir in die Muckibude. In dem Gemeinschaftszentrum ist immer was los. Möchtest du mehr über sie erfahren? Nee, ich werde mir selber alles erarbeiten. Du wirst jetzt trainieren gehen. Oh ja. Du willst ja Frauen abschleppen, da brauchst du ein Sixpack. Los, trainieren wir. Ach, er ist so der logische Typ. Ja, gut. Du kannst auch abbrechen. Ich suche dir was anderes. Kartenansicht. Ey, wie um die Ecke, okay? Das ist das Rathaus. Das ist die Polizeirevier. Die Kartenansicht ist ein praktisches Hilfsmittel, um sich in der Spielwelt zurechtzufinden. Möchtest du mehr über die Kartenansicht erfahren? Nee. Ich sehe es ja. Mein Walzer. Papyrus-Bibliothek, das ist doch was für dich, Sherlock. Scheiß aufs Trainieren. Bis zur Ermüdung, ja, wahrscheinlich. Also. Ich meine, wenn man von, wie spät ist es gerade? Sonntag, 17.26 Uhr, also 3 Stunden trainieren ist ja nicht schlecht, ne? Also. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Sim auswendig zu machen, ihm zu folgen. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie ein Sim in die Sims 3 ausspielen kannst? Nee. Ich sehe es ja, hier einfach auf den Knopf drücken und dann... Ein bisschen. Ja, dann zoomt er ja schon ran. Schach spielen will er also. Okay. Jetzt gehen wir hier. Wir sollten bald mal arbeiten, denn. Ich brauche Kohle. Ja, aber die Arbeit beginnt. Wann beginnt die Arbeit? Wo kann man es nachgucken, wo die Arbeit beginnt? Hier gibt es Duschen? Geil! Umsonst! Okay, Ich höre mir an wie so der größte Schmarotzer. Speichern, nein. Steht hier nirgendwo das mit der Arbeit? Vielleicht hier auf Sherlock, nein, da steht nur der Name. Sim-Fenster, ah, Beziehungen, gut. Karriere. Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 9 bis 15 Uhr, okay. Was braucht man denn, um befördert zu werden? Du musst nicht arbeiten, bitte kommen, ja, okay. Karrierefahrt. Okay. Denn Sim besitzt derzeit keinerlei Fähigkeiten. Okay. Oh, ich habe eine Zeitung in meinem Inventar. Gelegenheit. Zufriedenheit und Lebenszeit. Bedürfnisse. Okay, ich bekomme langsam Hunger. Ich bin nicht ich, wenn ich Hunger habe. Also. Zoom immer. Sein Ernst, der sitzt hier mit nacktem Oberkörper. Ey. Ja gut, also. Hier in der Bibliothek kann man gut Frauen klar machen. Also los, Sherlock. So.
Nein, sprich sie an. Barsch begrüßen, freundlich begrüßen, würde ich mal sagen, in der Bibliothek. Denn sonst wirst du rausgeschmissen, Sherlock. Du musst noch vieles lernen. Also, ja gut. Jetzt geht's wieder rüber. Immer noch cool. Hä? Das Buch heißt es immer noch cool, oder wie? Ja, das Buch heißt immer noch cool. Pointillismus auf den Punkt. Sie hat auch Hunger. Na gut. Soll die eben verhungern? Ich will sie begrüßen, Mann. Ja, ich bin immer okay. Nein, nein, das wollte ich nicht. Rauszoomen. Victoria Andrews. Na gut. Also. Ich glaube, wir sollten mal wieder nach Hause gehen. Mein Haus ansehen. Sherlock, dein nächstes Ziel ist es zu essen. Also. Der Kühlschrank steht hier auch perfekt. Abendessen. Makaroni mit Käse. Bah, Salat von Salat schrumpft der Bizeps. Du musst doch so viel lernen, Sherlock. Makaroni, ja. Makaroni mit Käse. So, Sherlock, wo bist du? Ich glaube, ich sollte ihm mal ein Telefon kaufen. Nachher, wenn wir so eine fette Hütte haben. Damit er Hauspartys machen kann. Hausparty. Ja, also der Hunger und der Harndrang und Energie. Ja, Energie bekommt er ja durch Schlafen und durchs. Ah, ich sollte bald vielleicht schlafen gehen. Nee, ist gerade erst mal 8:30, Digga. Nee, 7:45. Kostet das Taxifahren hier kein Geld? Das ist Service. Das nenne ich Service. What? Freut er sich aufs Essen oder wie? Fähigkeit Athletik lernen, okay. Du willst Athletik lernen. Du willst Detektiv werden. Und nichts anderes. Detektiv Launenanzeige. Bereite Abendessen zu. Mal gucken, ob du kochen kannst. Dein Zimmer hat begonnen, eine Fähigkeit zu verbessern. Möchtest du mehr über die Fähigkeit erfahren? Nein. Ich meine, er kocht. Das war's auch schon. Macaroni mit Käse. Also. Mal gucken, ob er es hinbekommt. Outfit wechseln. Ja, das sollte ich gleich wirklich wechseln. Alltag. Denn mit nacktem Oberkörper läuft man nicht rum. Das gehört sich einfach nicht. Ja, komm, beeil dich ein bisschen. Aber wir können auch vorspulen, habe ich gehört. Los, beeil dich. Ja, das geht voran, das geht voran. Vielleicht wird auch Meisterkoch, aber das will ich nicht. Oh, ist angebrannt, na toll. Egal, solange es dir schmeckt. Ja, er hat sich wenigstens um. Ja, wie wär's mit Essen? Ja, Essen, schon mal dran, daran gedacht. Nein, natürlich nicht, also. Wenn ich was koche, esse ich es natürlich nicht, also. Das ist die Logik. Harndrang ist hoch, ne? Ja, also. Ja, Junge. Wegzoomen. Drehen. Ah, ich sollte die Wände vielleicht mal ein bisschen wegmachen. Hier, so. Ah, perfekt, perfekt. Also, als erstes gehst du hier benutzen. Dann gehst du baden und dann gehen wir schlafen. Jetzt gucken wir ein bisschen zu, wie er so ein bisschen pennt. Ach, er hat schon fertig gegessen. Und was macht man nach dem Essen mit dem Teller, Sherlock? Man spült, genau. Also es macht mir eigentlich relativ Spaß, Sims zu Let's Playen. Denn dieses Spiel, das macht auch Fun, nur. Ich sollte langsam ein bisschen Geld irgendwie mir besorgen. Ich kann zwar ein Geldsheet, aber den will ich nicht benutzen. Wenn man sich Geld cheatet, das finde ich nicht so pornös. Meine Sim anzeigen. Ja, jetzt gehen wir erstmal pinkeln. Schön zensiert, das ist gut. Denn es schauen ja auch Kinder zu. Und keiner will den kleinen Sherlock sehen. Boah, was ich hier für eine Scheiße laber, Alter. Ja gut. Jetzt geh baden. Das spul mir ein bisschen vor. Was macht der denn Geräusche für beim Pinkeln, Alter? Ja, jetzt baden wir entspannt. Was ist das für ein Anzug? Und ich würde sagen, mit dem Schläfchen werden wir auch diese heutige Folge beenden. Und im nächsten Part werden wir sehen, wie Sherlock arbeiten geht. Also, haut raus. Ciao.